Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Im Lutherjahr 2017 ist uns schon wahrscheinlich häufiger Luthers leidenschaftliche Frage begegnet: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Also diese Frage hat ihn wirklich umgetrieben. Sie hat ihn dazu gebracht, Mönch zu werden und sich einem besonders strengen Orden anzuschließen. Da hat er sich akribisch an alle Regeln gehalten, ist dennoch ständig zur Beichte gegangen und musste dabei feststellen, je intensiver ich versuche, alles richtig zu machen und ohne Sünde zu leben, umso schlimmer wird es. Ständig kamen ihm böse Gedanken, auch Gott gegenüber, obwohl die Schrift doch sagt, dass wir Gott lieben sollen. Aber stattdessen hasste er ihn, weil er ihn so gemacht hat, dass er ständig versagen musste. Und er steckte in einem Teufelskreis, fragte sich, wie soll ich da bloß rauskommen? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Luther hat dann bekanntlich seinen Trost im Römerbrief gefunden. In Römer 1, Vers 7 heißt es, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und plötzlich wurde dem verzweifelten Mönch klar, dass der Glaube alleine genügt. Es sind nicht unsere Werke, die uns mit Gott versöhnen, es ist der Glaube. Diese Erkenntnis war die Initialzündung der Reformation. Und auch heute noch in unserem Zeitalter der Gottvergessenheit gibt es Menschen, denen es ähnlich wie Luther geht. Sie wollen mit Gott leben, sie wollen seinen Willen tun und scheitern doch immer wieder daran. Und dann machen sie sich Vorwürfe, dass sie so schlechte Christen sind. Das Gewissen quält sie und der Teufel greift sie an und versucht ihnen einzureden, dass Gott nichts mehr mit ihnen zu tun haben will. Es ist gut, wenn man für solche Situationen ein Bibelwort parat hat, an dem man sich festhalten kann. Sei es der Römerbrief, der Luther so wichtig geworden ist, oder der Blick aufs Kreuz, der uns durch den heutigen Predigttext eröffnet wird. Gleich drei Worte am Kreuz überliefert uns Lukas und sie alle stecken voller Gnade und Trost. Aber machen wir uns vorab nochmal diese Situation klar. Die Hauptperson der Szene ist natürlich Jesus. Pilatus, der römische Statthalter, hat ihn zum Tode verurteilt, obwohl er zuvor mehrfach erklärt hat, dass er Jesus für unschuldig hält. Er hat versucht, sich aus der Sache rauszuwinden. Er hat ihn wegen angeblich ungeklärter Zuständigkeiten zu Herodes gesandt. Er hat versucht, mit den Juden einen Kompromiss auszuhandeln und ihn geißeln lassen und wollte ihn schließlich als Passageschenk freigeben, was dann aber nur zur Freilassung des polizeilich bekannten Barabbas geführt hat. Wie er sich auch drehte und wendete, er kam aus der Nummer nicht raus. Die jüdischen Oberen haben ihn politisch so lange unter Druck gesetzt, bis er endlich das Urteil unterschrieben hat. Also diese ganze Sache stinkt zum Himmel. Es ist ein Justizskandal, ein Fall für den Untersuchungsausschuss. Jedenfalls mit unparteiischer Rechtsprechung, auf die Rom immer so stolz war, hat diese ganze Sache rein gar nichts mehr zu tun. Dafür erlaubt sich dann Pilatus einen kleinen Racheakt. Er lässt über dem Kopf von Jesus ein Schild anbringen mit der Aufschrift, das ist der König der Juden. Und damit werden dann natürlich die Oberen und das ganze Volk lächerlich gemacht. Die Kreuzigung selbst ist eine bestialische Form der Hinrichtung. Mitunter dauert es Tage, bis die Betroffenen endlich sterben. Die Römer waren geübt darin, ihre Opfer nicht allzu sehr zu verletzen. Das Ganze sollte ja schließlich der Abschreckung dienen. Römische Bürger durften nicht gekreuzigt werden, weil es zu entwürdigend war. Diese Strafe war nur für Barbaren und Sklaven, für Schwerverbrecher und Aufständische.
Und so wird Jesus also zusammen mit dem Abschaum der Gesellschaft hingerichtet. Rechts und links von ihm zwei Übeltäter, wie Lukas sie nennt, also Schwerkriminelle, Mörder, Terroristen, irgendwas in dieser Richtung. Und die Aussage dieses Bildes ist klar. Es zeigt, dieser Jesus von Nazareth ist ein übler Mensch. Er wurde dazu verurteilt, hier zu hängen und hat damit jeden Spott und jede Misshandlung mehr als verdient. Die Schmerzen, die er durch diese Prozedur erlitten hat, waren unbeschreiblich. Schon die vorangegangene Geißelung hat ihn sehr schwer verletzt, sonst wäre er nicht bereits nach ein paar Stunden gestorben. Aber trotz seiner immensen Qualen hören wir Jesus nicht klagen. Er beklagt sich nicht bei Gott, dass er ihm diesen Weg zumutet, so wie wir das ja aus manchen Psalmen kennen. Er klagt auch nicht die Menschen an, die ihm dieses Unrecht zugefügt haben. Er droht ihnen auch nicht mit der Hölle. Und schon gar nicht legt er einen Fluch auf die Henkersknechte und die korrupte Obrigkeit. Ich meine, das hätte er mit Leichtigkeit tun können. Schließlich war er der Sohn Gottes und hatte seine Fähigkeiten oft genug unter Beweis gestellt. Etwa als er einen Feigenbaum verflucht hat und der schon am nächsten Tag verdorrt war. Also ein Wort hätte gereicht und alle seine Feinde wären tot umgefallen oder hätten Lepra gekriegt oder sonst was. Hat er nicht gemacht. Stattdessen betet er für die Menschen, die ihn in diese Lage gebracht haben. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist in dieser Situation kaum zu fassen. Dieser Mann predigt Feindesliebe nicht nur, er lebt sie. Jesus nimmt die Sünder an. Und das hat sich bis heute nicht verändert. Keine Schuld kann so groß sein, dass Jesus nicht bereit wäre, sie zu vergeben. Hier am Kreuz tun wir einen Blick ins Herz Gottes. Doch die Oberen der Juden, die religiösen Führer seiner Zeit, sind taub dafür. Sie sagen, besten Dank, wir brauchen keinen Jesus. Ich meine, sicher gibt es auch bei uns die eine oder andere kleine Sünde, dafür haben wir aber unsere Opfer und unsere rituellen Waschungen. Das ganze Programm, seit Jahrhunderten bewährt, brauchen wir nicht. Ansonsten tun wir hier ja nur, was für das Volk das Beste ist. Wir ziehen einen gefährlichen Irrlehrer aus dem Verkehr. Okay, wir mussten den Pilatus dafür ein bisschen unter Druck setzen, aber jetzt läuft alles nach Vorschrift, alles nach Plan. Wir sind die Guten. In Wirklichkeit sind sie Brüder im Geiste der muslimischen Terroristen, die im Namen Allahs anderen Menschen das Leben nehmen. Sie unterscheiden sich auch kaum von der römischen Inquisition mit ihren Scheiterhaufen, die natürlich immer nur das Beste wollten. Und sie stehen auch denjenigen sehr nahe, die im Namen der Freiheit und des Glaubens oder aus sonstigen guten Gründen Angriffskriege führen, nachdem sie die Wahrheit so lange manipuliert haben, bis sie ihnen in den Kram passt. Das dürfen sie ihrer Meinung nach tun, denn sie sind ja schließlich die moralisch Überlegenen, die alle Wahrheit für sich gepachtet haben. Und das Volk steht daneben und glotzt. Also so steht es im Text. Das Volk stand da und sah zu. Mir wird nicht ganz klar, was diese Menschen bewegt. Das klingt so seltsam unbeteiligt. War das Sensationslust? Ich meine, es gab damals noch kein Privatfernsehen und keine Videospiele, mit denen man seinen Blutdurst stillen konnte. Wer jemanden blutig sterben sehen wollte, der musste dann schon aus dem Haus gehen. Immerhin stimmen sie nicht mit ein in die Schmährufe der Oberen. Wenn er der Auserwählte Gottes ist, dann soll er sich selber helfen. Zufall oder nicht, das waren auch die Worte des Satans in der Wüste. Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst. Sprich, dass diese Steine zu Brot werden.
Aber Jesus ist nicht in diese Welt gekommen, um sich selbst zu verwirklichen. Seine Mission bestand darin, im Auftrag Gottes sein Leben für die Sünden dieser Welt zu opfern. Und die Soldaten, die machten nur ihren Job. Schließlich hatten sie ihre Befehle. Jesus war nicht der Erste und auch nicht der Letzte, den sie am Kreuz sterben sahen. Und als kleines Nebeneinkommen sichern sie sich die Kleider der Verurteilten. Man muss ja sehen, wo man bleibt. Und ansonsten stimmen sie in den Chor der Spötter mit ein. Hilf dir selbst, wenn du kannst. Das gleiche Lied singt auch der Übeltäter vom Kreuz nebenan. Niemand von ihnen scheint zu verstehen, was hier wirklich geschieht. Wieso Jesus kein Interesse daran hat, sich selbst zu helfen? Dass die Liebe und der Gehorsam ihn dazu treiben, sich für die Sünde hinzugeben. Und diejenigen, die es hätten verstehen müssen, nämlich seine Schüler, sie sind komplett abgetaucht. Wahrscheinlich aus Angst vor Verfolgung. Lukas erwähnt sie nur am Rande, ganz zum Schluss heißt es. Es standen aber alle seine Bekannten von Ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles. Der Einzige, von dem etwas anderes kommt als Schweigen oder Spötterei, ist überraschenderweise der zweite der beiden Übeltäter. Dabei ist der nun wahrhaftig kein frommer Mann, sonst würde er da nicht hängen. Aber er ist zu einer bemerkenswerten Erkenntnis durchgedrungen. Ich habe mein Schicksal verdient, dieser nicht. Ich bin ein Sünder, dieser nicht. Und er nimmt Jesus in Schutz und wagt sogar eine Bitte an ihn. Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Wie kann er das wagen? Wie kann er es wagen, so zu bitten? Der war weder getauft noch konfirmiert. Er kannte wahrscheinlich kein einziges Gebet auswendig und keine Bibelverse. Er war ein zu Recht verurteilter Schwerverbrecher. Und wenn Jesus so wäre, wie manche es sich in der Zeit ihrer Anfechtung ausmalen, dann hätte er antworten müssen, netter Versuch, aber nein, du bist meiner nicht wert. Ich weiß ja nicht, ob Sie solche Gedanken kennen, dass Jesus irgendwann mal die Nase voll hat von dir. Immer wieder die gleiche Sünde, allmählich solltest du doch mal was gelernt haben. Und überhaupt, du betest nicht genug, du liest nicht genug in der Bibel, du bist zu selten in der Kirche, du tust zu wenig Gutes. Luther war zerfressen von solchen Gedanken. Er hat zeitlebens mit depressiven Schüben zu kämpfen gehabt. Aber das war das Schlimmste für ihn. Der Gedanke, von Gott getrennt zu sein, ohne jede Hoffnung. Aber jetzt kommt's. Jesus sagt zu dem miesen Verbrecher die Worte, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und das ist nicht nur ein Versprechen für ein Leben nach dem Tod. Das Wort Paradies kommt aus dem Persischen und heißt so viel wie umzäunter Garten. Die persischen Herrscher hatten ihre ganz privaten Gartenanlagen und wen sie ehren wollten, den erklärten sie zu Gefährten des Gartens, die das Recht erhielten, mit ihnen zusammen diesen Garten zu betreten. Das muss man sich immer klar machen. Also Jesus konnte und wollte seinen engsten Jüngern nicht das Privileg einräumen, dass sie rechts und links von ihm im Himmel bei Tisch zu sitzen kommen. Aber diesem Ganoven sagt er zu, wir beide werden zusammen durch den himmlischen Garten gehen. So einfach ist es, gerettet zu werden. So einfach ist es, einen gnädigen Gott zu bekommen. Wir müssen nichts weiter tun, als Jesus zu vertrauen. Denke an mich, erlöse mich. Und das war's. Er wird's tun. Er wird niemanden, der sich an ihn wendet, hinausstoßen. Dafür ist er der Retter und Heiland dieser Welt. Dafür lässt er sich hier misshandeln und kreuzigen. Er hat mit seinem Leben für die Missetaten der Menschen bezahlt.
Als nächstes in dieser Geschichte kommt die Schöpfung selbst zu Wort. Die Sonne verliert ihren Schein, denn mit Jesus, dem Licht der Welt, geht es zu Ende. Der Vorhang des Tempels zerreißt. Er hat das Allerheiligste abgetrennt, den Ort, den nur der Hohepriester betreten durfte und das auch nur einmal im Jahr. Und auch nur, nachdem er komplizierte Reinigungsriten absolviert hat. Dann durfte er an diesem Ort Gott begegnen und für das Volk Befreiung der Sünden erbitten. Der Vorhang wird nicht mehr gebraucht, denn der Weg zu Gott ist jetzt frei. Der alte Bund mit seinen Regeln und Gesetzen ist abgelöst durch den neuen Bund, der mit dem Blut Jesu besiegelt ist. Und Jesus betet, vertrauensvoll wie ein kleines Kind: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Dieses Gebet lehnt sich an den 31. Psalm, an dem wir vorhin miteinander gesprochen haben. Und jede jüdische Mutter hat es ihren Kindern als Abendgebet beigebracht. Statt müde bin ich, geh zur Ruhe, beteten die Kleinen: in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dann schliefen sie getrost ein. Und Jesus fügt noch das Wort Vater ein. Denn so hat er ja Gott zeitlebens angesprochen und hat auch seine Jünger dazu ermutigt. Das war sein Markenzeichen. Und schließlich meldet sich auch der römische Hauptmann zu Wort. Er hat schon viele Menschen sterben sehen. Er kennt das Stöhnen und Weinen und Fluchen zu Genüge. Aber so etwas wie hier hat er noch nicht erlebt. Ganz nüchtern stellt er fest, der hier war ein frommer Mensch. Egal, was die religiösen Profis über ihn sagen, für mich ist klar, dieser Mann war außergewöhnlich. Ich frage mich, ob er aus dieser Erkenntnis etwas gemacht hat. Jesus bittet ja für alle Beteiligten um Vergebung. Er bietet das Heil allen Menschen an. Aber nur wer dieses Angebot bewusst annimmt, kann auch gerettet werden. Es gibt da keinen Automatismus. Es gibt keine Heilsgarantie für alle Menschen auf diesem Planeten. Es gibt nur ein Heilsangebot. Wer es ausschlägt, wer darauf beharrt, dass er ja kein Sünder sei und keine Vergebung brauche, für den war alles, was Jesus hier auf sich genommen hat, vergeblich. Wer sich an Jesus hält, der begegnet dem gnädigen Gott, garantiert. Aber ohne ihn sind wir verloren. Amen. Wir hören die Orgel.